Morgen. Wir sind 3 Minuten zu früh, aber der Armin und ich haben euch viel zu erzählen. Insofern fangen wir ein bisschen früher an. Wer jetzt noch nicht da ist, wird auch nicht super viel zu verpassen. Zumindest von mir gibt es hauptsächlich Dinge, die, wegen denen ihr nicht hier seid. Sowas, ich weiß, wo die Toiletten sind und wann es Essen gibt und so weiter. Herzlich willkommen beim Jira Atlassian Enterprise Club in 2019. Ich glaube, das ist das mit Sicherheit unsere erfolgreichste Jira-Veranstaltung, die wir bisher hatten. Ihr habt irgendwann euch überlegt, ach, wir machen am Tag vorher noch einen Workshop. Und ich weiß nicht, wie viele Leute durften da ursprünglich? Keine Ahnung, vielleicht. Wir hatten das auf 30 beschränkt. Ja. Tatsächlich kamen aber auch gestern nur 25. Ja, gut, weil wir irgendwie die Hälfte dann gesagt haben, sorry, ausgebucht. Also jedenfalls nach, vielen Dank für die zahlreiche Erscheinen heute und auch für die Nachfrage nach diesem Workshop. Ich glaube, die Jimena weiß es besser. Nach wenigen Wochen, nachdem wir das angekündigt haben, mussten wir den schon als ausverkauft buchen. Und ich weiß, dass der ein oder andere dann noch geschrieben hat, kann ich nicht doch und so weiter. Wir haben dann sozusagen eine Warteliste gepflegt und die Leute auch tatsächlich reingelassen. Ich hoffe, ihr hattet gestern einen guten ersten sozusagen Einstieg, diejenigen, die dabei waren. Wer war denn gestern beim Workshop dabei? Ah, immerhin, eine ganze Menge Hände. Und es war offensichtlich so gut, dass ihr heute doch noch da geblieben seid. Vielen Dank auch. Danke auch für das Abendessen gestern. Wir wollen euch kurz erzählen, was euch heute erwartet. Zum Beispiel ist der Dominik Franke da von Atlassian. Hallo Dominik. Und der Tommy Nordahl und ein Kollege aus Stockholm sind hier angekommen. Können wir da einen kurzen Applaus für haben? Sini und Tommy. Da geht für mich auch a small dream comes true. As we know one another for probably 10 years. And I never managed to lure him into this office. So today is the premiere for Tommy to be here. They are the infamous creators of Inside Asset Management for Jira. Who of you knows this asset management addition to Jira? Can I see some hands? Ah, okay, so a lot of potential for Tommy. You may want to know that. Ich glaube, ganz viele Leute sind hier, um genau das kennenzulernen. Unsere das weißt Themenliste. Du noch besser. Ja. Sehr gut. Der Armin erzählt euch noch mehr zu den Inhalten und den Sprechern. Wir haben noch interne Sprecher und ich will das nicht alles vorwegnehmen. Es gibt was zu essen. Zum einen jetzt hier, wenn das anfängt, seid bitte ein bisschen zurückhaltend. Ihr könnt auch gerne sozusagen währenddessen essen, aber stört die anderen dabei nicht. Wir haben um 12 Uhr sozusagen ein richtiges Mittagessen für euch vorbereitet. Wer da drüben in dem Parkhaus, könnt ihr euch mal kurz umschauen, parkt, kann von uns eine Ausfahrkarte bekommen. Diese kriegt ihr von der Jimena oder den anderen, diese We Love Agile, zum Beispiel die Pia hat auch welche offensichtlich, die können euch die organisieren. Das ist hilfreich, weil das nicht so ganz günstig ist und wir das absetzen können, also meldet euch bei uns. Kosten, die wir gerne produzieren. Wir würden euch gerne häufiger sehen, zumindest virtuell. Wir können nicht jede Woche so eine Veranstaltung machen. Vielen Dank übrigens an diejenigen intern, die dafür gesorgt haben, dass das stattfindet. Ich habe unglaublich viel Lob Lob von Kunden, aber auch von Mitarbeitern bekommen zur Orga. Wir haben eine Kunden-Community in unserem Extranet. Wer von euch ist denn in unserem Kunden-Extranet und hat da einen User? Ah, das sind schon mehr. Und in dieser Kunden-Community, wenn ihr so einen User habt, wenn ihr noch keinen habt, kriegt ihr einen von uns. Das ist ein Confluence-System, das wir als Extranet nutzen. Kann man übrigens bei Cybert Media auch Plugins verkaufen, um sowas selber zu machen. Und wer noch keinen User hat, kriegt gerne einen von uns. Und diejenigen, die schon einen haben, die finden oben in der Navigation so einen Reiter, der heißt Kunden-Community. Und momentan haben wir da hauptsächlich Linchpin-Content, weil wir damit angefangen haben. Wir haben so einen Intranet-Aufsatz auf Confluence gebaut und posten da schon relativ viel. Und da gibt es ganz wenig Jira-Content. Und ihr müsst das ändern. Ja, wir müssen da sozusagen mehr über Jira, über Asset Management und über Softwareentwicklung diskutieren.
Und was sozusagen Gold für so eine Community, für so eine Kunden-Community ist, ist, wenn Kunden etwas posten. Und was ihr auf jeden Fall euch sicher sein könnt, wenn ihr da was postet, dann wird mindestens die Jimena dafür sorgen, dass ihr eine Antwort bekommt. Wenn ihr also irgendwann mal wieder eine Frage habt, die irgendwo bei uns versickert ist, postet die doch mal da. Da kriegt ihr ganz viel Aufmerksamkeit. Und ansonsten könnt ihr natürlich mit anderen Kunden diskutieren, könnt ihr mal reinschauen, wie die anderen Kunden das schon machen. So ein bisschen läuft das schon. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr da mehr machen würdet. Für diese Kunden-Community hätten wir gerne, dass ihr mit der Jimena da hinten in dem Raum ein Video aufnehmt und ein bisschen was über euch und was ihr so macht erzählt, damit die anderen Kunden euch ansprechen können und sagen können, hey, du machst doch da Asset Management und ich habe diesen Vortrag gesehen und ich will jetzt auch in meinen Jira-Issues meine Handys und meine Computer und so weiter haben. Und wenn ihr euch das traut, was ich hoffe, dann kommt doch mal auf die Jimena dazu und nehmt ein kurzes Video auf. Wir veröffentlichen das sehr gerne auch im Internet und nutzen das für unser Marketing. Das müsst ihr aber nicht zulassen. Ja? Also wir können auch ein ungelistetes Video nur in dieser Community haben, damit andere euch ansprechen können. Dieser Austausch hilft vielen unserer Kunden. Wer ist denn heute hier, um andere Kunden kennenzulernen und mit denen zu sprechen? Seht ihr? Und das ist deine Zielgruppe. Ihr könnt da auch noch eine Kundenstimme für unsere Kulturchronik abgeben und uns beim Marketing helfen. Das warte ich mal kurz. So, das ist jetzt mal meine Liste. Du hast noch die Bücher vergessen. Genau, richtig. Das habe ich händisch aufgeschrieben. Hier liegen teilweise noch Bücher. Teilweise haben die, habt ihr das auch schon verstanden? Die sollen da nicht liegen. Ihr sollt die mitnehmen. Wir hatten die letzten Male auf. Warte, kannst du das mal hochhalten? Da ist zum Beispiel eins von dem Lars Vollmer. Und da hinten sind welche von dem Ines Pfleging. Die sprechen viel darüber, wie man im Team zusammenarbeitet und was für Probleme es mit klassischem Management dabei gibt. Das passt sehr gut zu der Software, die wir verkaufen. Wir wollten euch die aber jetzt nicht auf die Stühle legen, damit ihr die wie so ein Werbegeschenk mit nach Hause nehmt und nicht wisst, was ihr damit machen sollt. Die haben wir alle gekauft, die Bücher. Die kosten Geld. Nehmt die mit, wenn ihr die gebrauchen könnt. Wir wollen nicht, dass die da liegen. Also nehmt die bitte mit. Aber fühlt euch auch nicht sozusagen gezwungen, das zu tun. Aber wenn die weg sind anschließend, freuen wir uns. Keine falsche Scham. Und auch das letzte Buch darf man nehmen. Das ist nicht wie bei dem Kuchen. Ja. Ich glaube, ich bin durch. Dann übernehme ich mal mit dem Programm. Wir haben nicht nur für das leibliche Wohl gesorgt, sondern auch noch für Nahrung für den Kopf. Und dafür haben wir zwei Parts eigentlich heute. Wir haben drei tolle Vorträge vorbereitet, beziehungsweise die großartigen Sprecher, die gekommen sind, haben die vorbereitet. Wir starten mit Dominik Franke von Atlassian, seines Zeichens. Der kriegt auch noch einen Applaus, oder? Und das Coole an dem Dominik ist auch, der ist eigentlich sozusagen ein echter Sprechergenie, hat er mir vorher erzählt. Ja, genau. Macht auch bei Atlassian nichts anderes. Nur manchmal in seiner 20%-Time macht er so ein bisschen Softwareentwicklung und andere Sachen. Ja. Aber eigentlich brennt er dafür, sozusagen nur noch Sprecher zu sein. Ist auch glücklicherweise in Deutschland und kann Deutsch. Und vielen Dank, dass du sozusagen dein Talent heute uns hier zur Verfügung stellst. Gerne. Genau. Und das Thema von Dominik wird sein, wie kann man den Service Desk mehr noch zum Fliegen bringen, wie kann man Dinge automatisieren und was ist da unter der Haube möglich, damit man nicht 1000 Klicks selbstständig durchführen muss und die Kommunikation so richtig zum Fließen kommt. Unleash the power of Teams oder wie heißt das so schön? So in etwa, ja. Alles gut. Also heißt der Vortrag nicht, aber. Ja. So, dann als zweites haben wir unsere Locals hier, der Thomas und der Peter. Die bringen ein kleines Bindeglied zwischen Jira Service Desk und Asset Management, weil in den meisten Organisationen wird das Service Desk auch eingesetzt, um irgendwie mit irgendwelcher Form von Assets umzugehen. Und wie man das gut miteinander verbinden kann, zeigen die beiden und setzen dafür Insight ein. Und das ist dann das letzte Bindeglied. Sorry, I tease your talk in German. Tommy und Sini werden zu Insight was erzählen, wie man Silo-Kommunikation aufbrechen kann, wie man Tear down the wall zwischen
Silos in Unternehmen und wie man das macht, sehen wir von den beiden. Dann werden wir erstmal eine Marktplatz-Themenwerkstatt machen, weil wir dann in den Open Space übergehen werden. Das ist für viele auch ein spannendes Format, um in den Austausch zu treten. Wer von euch kennt schon Open Space? Kann man ein paar Hände zeigen? Vielleicht schon mal auch eine Veranstaltung von uns gewesen. Meines Erachtens ist es der spannendste Teil der Veranstaltung. Nicht, weil man da mehr lernt als in anderen Sachen, sondern weil man seine eigenen Themen einbringen kann und sozusagen die Sachen, die vielleicht durch die Vorträge sozusagen getriggert worden sind, für sich selbst anpassen kann, beziehungsweise dafür sorgen kann, dass Themen, die ihr eh schon habt, die wichtig für euch sind, da sozusagen auf die Agenda kommen. Das ist so ein Unkonferenzformat, das du moderieren wirst, gell? Genau, ich mache da eine kleine Einleitung für die, die es noch nicht kennen. Die werden danach wissen, wie es funktioniert. Und es ist wirklich total wertvoll, weil da könnt ihr eure Themen einbringen, Fragen, die ihr seit Monaten, Jahren mit euch herumtragt, von anderen gelöst bekommen oder mit anderen diskutieren. Oder ihr könnt Dinge vorstellen, die ihr spannend findet, die ihr anderen übergeben möchtet, die ihr für eine tolle Idee haltet und euch dazu austauschen möchtet. Die Dynamik von diesen Veranstaltungen ist immer, dass am Anfang traut sich keiner was zu sagen, später ärgern sich alle, dass sie ihr Thema nicht vorgestellt haben. Insofern macht euch schon mal Gedanken, ob ihr was habt, wo ihr denkt, das würde ich gerne besprechen. Ihr müsst es gar nicht vorstellen können. Also ihr könnt gerne mit einer Problemstellung kommen und sagen, das und das ist mir zu teuer oder das und das kriegen wir nicht hin. Wer hat denn schon das gelöst und kann mir dabei helfen? Und wenn ihr da was im Kopf habt, bereitet euch doch mal darauf vor, dem einen catchy Titel zu geben und das später auf die Agenda zu setzen, damit ihr möglichst mit vielen Erfahrungen von anderen zu dem Thema zurückkommt. An diesem Marktplatz werden auch Cybit Media Mitarbeiter teilnehmen. Das heißt also, wir versuchen, unsere Beratungskompetenz damit einzubringen, aber es sind halt auch ganz viele Kunden da, die euch sagen können, dass das bei ihnen auch nicht klappt oder wie es bei ihnen klappt. Und das ist meines Erachtens ein super spannendes Format, das sehr erfolgreich ist. Wenn ihr die Zeit habt, bleibt bis zum Ende dabei. Genau. Über den ganzen Tag ist unser gesamtes Fachteam Jira auch da. Ihr kennt die an den grünen Babbeln und dem We Love Agile T-Shirt. Und die könnt ihr jederzeit auch mit Fragen löchern und mit Themen belagern. Alles klasse Berater, die wissen, was man mit Jira so zaubern kann. Und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und den Dominik auch nicht. Und an dich übergeben. Ja, Dankeschön.